Ja, die gute mit ganzen Stücken. Da muss ich jetzt aber gerade herzhaft lachen im Chat. Hol is Fame. Was geht erst ab, wenn Vivi mal im Call ist? Boah, scheiße. Dann kann Dann ich ja gibt's feiern, plötzlich Zuschauer. dann kann ich zumachen, ey. Braucht man mich hier nicht mehr. Aber Vivi hol. übernimmt. Ich kann dich wieder neidisch machen. War wieder bei heute bei uns am Bahnhof, hab mir wieder die Saftbeeren geholt. Nett. Yes. Fast über die Hälfte der Tüte schon weg. I have no control. Hey, Mav. So, warte mal. Ah ja. Meine Bude brennt, das haben wir ja schon gesehen. Stimmt ja, die Cutscene davor haben wir ja gesehen und haben wir sind wir ja vor dem Dings. Dante. So, viel. Bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Also, ich werde ja gerade echt immer gehypt, was Dante-Gameplay angeht. Auch wenn ich mich frage, warum er hier schon mit Dings rumrennt, aber. Okay. So, anpassen. Was zur Hölle? Oh, und wieder, ich darf nicht die Sachen mir vorher angucken. Oh. Ich kann nicht in Ausrüstung oder Fähigkeiten reinschauen. Könntest du ja am Ende noch spoilern, was du alles kriegst. Ja, aber an sich ist es eine gute Idee. Weißt du, du kannst dich also jetzt quasi nicht daran schon spoilern, was er für Fähigkeiten und alles hat. Gut, du hast einen randalierenden Chat, der dir alles vorkauen würde, wenn man es ihn nur lassen würde, aber ansonsten. Ja, eben. Nee, aber solche Kleinigkeiten sind dann manchmal gar nicht so schlecht. Ich meine, ich sehe, er hat offenbar. Oh, haben sie es tatsächlich so? Weil ich sehe, ich habe hier verschiedene Sets für Schuss und Schwerter. Oh. Immerhin, er hat mal dran gedacht, seinen Boomstick einzupacken. Na, seine Shotgun hat er ja fast jedes Mal dabei. Also, seine Shotgun ist ja schon fast Standard geworden. Coyote. Ja, du weißt ja, wie verplant der Mann manchmal aus dem Laden spaziert. Doritiron, danke dir fürs Followen, mein Dude. Oh Gott, die Angel ist schon beim dritten Run. Also ich bin ja jetzt mal gespannt. Royal Guard, okay. Ich habe so ein ganz gutes Gefühl, dass sie Dante wirklich genauso gemacht haben, wie ich es gewohnt bin. Generell habe ich so das Gefühl, die haben da Leute vom dritten Teil reingesetzt. Dante hat eine Shotgun? Dante hat in fast jedem Teil eine Shotgun. Naja, fast. Ja, ist doch so. Weiß gar nicht mehr, hatte er ja im ersten eine? Ich glaube ja. Im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten auch. Also beim ersten Mal sehe ich gar nicht mehr. So, zwei drücken. Kannst du schnell eine Waffe wechseln? Okay, also das haben sie tatsächlich so jetzt gemacht. Oh. Wo? Wow. Alter, sein Dash. Weiß gar nicht, grüßen, so wie es aussieht. Jesus! Die weltschnellsten Jabs! Alter! Oh, und die Waffen klingen so fucking gut. Und Rebellion natürlich. Würde er ohne Rebellion rumlaufen, wäre ich auch arg disappointed. Ich kann sagen, hat sie sich das einfach angeguckt? Steel Action. Wow. Sie haben es aus dem vierten übernommen. Ich drehe gerade so ein bisschen durch. Lass mich raten. Trickser, Swordmaster, Royal Guard und Gunslinger, ja. Trickser, Gunslinger, Swordmaster, Royal Guard. Nice. Ah, kannst du mal ein Vertrauen mir. Nur die Waffen besser in Racing 7 klingen zu lassen, hätte das Spiel auch nicht gerettet. Devil Trigger habe ich auch noch. Alter. Jetzt mal wieder ein bisschen warm werden hier. Okay, und das ist sein Theme. Ich höre ihn jetzt gerade. Oh boy. Ja, das ist noch nicht geändert, ha? Naja, es ist immer noch besser als der Theme von Vi. Cena! Assi! Ich hab da immer noch keine Ahnung, ich verstehe da so viel merkwürdiges Zeug bei.
Ja, also halt wie schon gesagt, das Ding ist halt nach wie vor dasselbe Lied, halt jetzt nur von einem eingesungen, der mehr noch schlaftabt, als möchte ganz Kimo klingt. Ah, schade. Kein God Flying. Was zur Hölle ist God Flying? War das nicht das, was Royal Guard im dritten so absolut busted gemacht hat? Ja, Kai, so Ruby Redfield und No Character Eaten hätte man auch noch rauswerfen können. Und das komplette Setting. Eigentlich das ganze Spiel. Ja, doch. Einfach, man könnte einfach vergessen, dass es existiert. Man könnte sagen, es ist das Ninja Theory DMC von Resident Evil. Okay, ja, Devil Trigger. Facecam? Nah, ihr wollt sowas nicht. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Du könntest immerhin sagen, wir sind voll krass in den Sturm reingeraten. Das ist gar nicht mal so abwegig eigentlich. Weil ich war vorhin tatsächlich noch draußen ein bisschen. Im Schneegestöber. Ey, bei uns hat das echt den ganzen Vormittag geschneit. Das ist krass. Oh Mensch. In der Jukebox irgendwo kann man die Battle-Musik aus dem C3-Viertel nehmen? Angeblich ja, da muss ich sowieso mal gucken. Weil ich wollte mir erstmal sein Theme anhören, aber... Es ist dasselbe Lied, nur von einem anderen Typen eingesungen. Ich hab mir echt den Vergleich gegönnt. Dasselbe Lyrics. Also mit Dante muss ich mich jetzt richtig arg wieder umgewöhnen. Ja gut, aber so die Situation, die hattest es ja damals bei DMC4 auch, wenn du so diese Komfortzone mit Nero hattest, wo du einfach so diesen Grappling-Hook hattest. Ja, eben. Und auf einmal musst du mit Dante tatsächlich immer ran an alles. Weißt du, Nero hat sich gespielt wie so ein geschmeidiger Mercedes und dann kommt Dante um die Ecke. Ich bin Pickup. Ich bin Truck. Vor allem, dass ich mit Dante aktuell noch gar keine Mobility-Möglichkeiten habe. Und das... Die Waffe ist pure Jab. Benutze ich diese Waffe falsch oder was ist das? Wahrscheinlich kannst du da noch Kombos mit freischalten, wo du was reinnimmst. Ohne Scheiße, diese Waffe besteht bislang nur aus Jab, 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 Jab. Also ich denke mal, damit kannst du halt ziemlich gut so deine Kombo am Ende ausbauen. Wait, what? Das ist das Gilgamesh, oh Gott, wie hieß denn das Ding nochmal? Das ist Gilgamesh eigentlich. War das Gilgamesh? Wait, wieso hab ich jetzt andere Kombos? What? Ach stimmt, ja, ihr wisst gerade dieses andere Ding aus dem vierten im Kopf gehabt, aber das war ja mit diesen komischen Clowns. Oh, Gilgamesh hat Styles. Das Ding arbeitet mit Stances. Ach so. R1 und Back. Plötzlich kann Kung Fu. Matrix, hallo. Jammy Boy, Mavboy, danke für die Bits. Mit den Kicks hat er tatsächlich Kombos. Besteht sein Gameplay nicht nur aus Jabs. Mensch, wenn Keks mal rausfindet, dass der Typ Karate kann, die wird durchdrehen. Aber warte mal, so mal kurz gucken. Lass mich raten, Jukebox kann ich hier jetzt nicht machen, ne? Option? Was Dante in dem C4 bekommen hatte von der Schlangenlady hieß anders. Oh Gott. Das ist auch gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst. Bei ihm war es ja dann halt eher so, dass es mehr. Oder? Das war doch eher an den Füßen und oben hatte er dann diese komischen Messerwerfdinger. Ja, aber es war schon relativ ähnlich. Okay, für Rebellion? Ach, das Ding heißt jetzt Balrog. Also das ist wieder was komplett anderes. Der Typ hat wahrscheinlich zu Hause 10.000 Schlagwaffen bei sich rumliegen. Eigentlich ist es eine Allgemeinheitsgefährdung, wenn der mal aus der Haustür rausgeht, alles offen lässt und überall seine Dämonenwaffen liegen lässt. Wow, und die Styles kann ich mir frei kaufen vom Level her? Was bringt das? Rebellion, Shredder, Balrog, Rising Dragon, Flintwheel. Ich erlerne also damit quasi neue Kombos. Okay. Trickster? Bei Dante musst du ja erstmal in die Kombo-Liste gucken, damit du den Dude verstehst. Lucifer hieß das Ding, genau. Das war das. Ach, da steht Trickster. Ich habe gerade was anderes gelesen. Nur im Hauptmenü, okay.
Gut, dann machen wir das das nächste Mal im Hauptmenü mal, weil Dantes Film ist ja mal uiuiui. Kann ein Mensch überhaupt Dämonenwaffen nutzen? Kommt auf die Waffe an. Ja, doch, ich glaub's kommt ganz drauf an. Also manche lassen sich halt aus Prinzip nicht benutzen, andere sind halt so übermächtig und könnten dich halt selber verletzen. Und dann kommt Fei um die Ecke und denkt sich, ich muss Muskelpump machen. Alter! Ach Mensch! Was ein Arschloch! Man merkt, er hat einen Monat lang keinen Scheißtrick machen dürfen. Na, das ist ja jetzt hier noch vor dem Timeskip. Sag ich jetzt mal. Oh, aber hier ist echt nicht drauf geachtet, aber das ist doch davor. Na doch, das ist jetzt hier quasi davor. Ist dann teilweise doch schon ein bisschen verwirrend von wegen, ja, Monat davor, Monat danach. Wo ist mein Dive-Kick? Ja, sein Film ist echt. Wow. Ich habe einen fucking Breakdance-Move. Solange du dabei keinen Dubstep laufen lässt. Nee, aber auf jeden Fall zur nächsten Mission werden wir in der Jukebox mal die sein Fighting-Theme umsetzen. Hat er da... Ja, gut, war das nicht so, dass man das auch während der Mission in der Option anstellen kann? Nee, habe ich schon geguckt. Das geht nur im Hauptmenü. Nur wieder das falsche Erinnerung, was nochmal geschrieben wurde. Ja, ins Hauptmenü, genau. Hab ich Driver? Nee. Nicht? Warte mal. Tutorials, Fähigkeitenliste hier. Rebellion. Gut, dass das immerhin so. Okay, dafür hat der schon die Combo. Helmbreaker. Hightime. Na gut, ich habe mit Rebellion noch so gut wie gar nichts. Er ist alt geworden. Er vergisst Dinge. Ja, ich merke schon. Nicht mehr der Jüngste. Wahrscheinlich hat er in den letzten Monaten noch Pizza gefressen. Und versucht nicht ans Telefon zu gehen. Oh, danke für die Bits. Work. Nix. Das klingt echt so nach dieser typischen... Ah, ich weiß auch nicht. Es blubbert halt so nebenher vor sich ja, hin. Ja, die Gitarre ist gut. Aber den Typen kannst du in die Tonne treten. Ja, leider. Weißt du, was der Vorgänger in der ersten Version vergeblich versucht hatte, irgendwie hinzukriegen mit seiner Stimme, hat der Typ erst gar nicht probiert. Hm. Die Shotgun klingt so gut. Das hört so gut. Hm. So. Ich hab so den Verdacht, die wollen dir nur einen Haarschnitt verpassen. Hm. Der Club der Friseure. Die nur unglaublich nervig zu bekämpfen, weil die alles blocken einfach nur. Hm. Irgendwie. Frag mich, ob du dann später noch irgendwie so ein Airdash bekommst, wo du dann hinter die Verteidigung kommen könntest. Huh.
Gute Frage. Oder bekommt Maschinengewehr. Maschinengewehr? Dann will ich Maschinengewehr! Nein, Dante, du kriegst kein Maschinengewehr. Warum nicht? Das Billardtische. Manu. Okay, Rolgar, Quatsch hier. Gunslinger ist immer noch geil. Ich muss auch gestehen, ich war in DMC3 ein Riesenfan von Gunslinger. Es war nur unglaublich schwer, gut einzusetzen. Also wenn du es gut einsetzen wolltest, musstest du schon... Ui. Da musstest du einiges an Übungen reinsetzen. Weil viele dieser Moves sind einfach nur stylisch und haben relativ wenig Effekt. Viel Krach um nichts. Ja, leider. Weißt du, was ich jetzt gerade wirklich vermisse? Na? Pandoras Kopf. Weißt du, was ich immer hier gerade immer denke mit hier Balrog? Ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich springe, dass ich einfach einen Dive Kick mache, aber bislang habe ich sowas noch nicht. Alter. Okay, der Move ist mal. Du Ficker. Wow. Gott, geht dieser Move lange. Ich hab einen Dive Kick. Mit welcher? Ach, das ist mit der Kick-Variante. Ah, wenn du deinen inneren Kick hier entdeckst. Und in der Luft? Ja, in der Luft ist das einfach nur eine Combo. Okay, das ist... Okay. Also man muss Dante studiert haben. Oh ja, Dante ist so dieses laufende Combo-Video. Allerdings, ich finde Balrog geil. Das ist endlich mal eine Waffe, wo sich im Kampf noch verändert quasi. Also wo du wechseln kannst. Das wäre nie so ein guter Kompromiss zu diesen Morph-Waffen, die du früher hattest in Nicht-DMC. Ah ja. Ich meine, das war ja geil damals. Ja, also das System mit den Morph-Waffen war genial. Da ist Dive Kick. Kann diesen Dive, diesen Breakdance-Move aber auch nur sehr schwer canceln. Dante ist von den Kugeln der teuerste Typ und bei Gott ist der teuer. Dante kostet halt viel. Es ist Dante. Ich meine, es wundert mich nicht, weil so wie ich das jetzt sehe, hat er einfach mal das größte Arsenal von allen, also. Außerdem bezahlst du nicht für einen billigen Burger, wenn du Kaviar möchtest. That's true. Und wenn du einmal Steak probiert hast, willst du nie etwas anderes essen. Ich habe jetzt gerade Borderlands 2 Sprüche im Kopf. I don't know. Okay, da geht mein Triple S hin. Dass man die auch nicht aus ihrem Rush rausziehen kann. War das? Boah, ist echt schwierig mit dem Ding. Aber es macht Spaß. Zumal die Waffe gerade noch besser nutzbar ist als Rebellion. Rebellion hat ja leider aktuell gar nichts. Oh, warte. I see secret. So, die Frage, kommst du mit den Upgrades da überhaupt schon hin? Ja, hier ist ein Geheimgang. Found it. Immer schön durch die Dämonenmuschi-Tür. Ja, eben. Einmal mit Trickster Air-Dash und dann ist gut. Das ist halt das Geile. Du hast jetzt mit Trickster hier schon einen instanten Air-Dash. Style-Change immer nach hinten? Ja, ist immer nach hinten. Shortcut?
Auf jeden Fall. Badass. Moment, basiert das Ding auch auf Kombos? Also, diese Waffe wird irgendwie immer cooler. Alter. Ganz länger später. Naja, du weißt, was das aber heißt. Kugeln farmen. Hm. Das ist knapp. Nein, nicht den hier. Hey, Negi, Negi. Ich mag das Gegnerdesign in diesem Baum. Hm? Ich mag dieses Gegnerdesign von dem Baum. Hm. Das ist halt das, was du dir am ehesten vorstellst an Fauna und Naturraum ist und dafür. Ja, und trotzdem hast du so diese. Ja, ich sag mal, diese alten DMC-Veteranen-Monster, sag ich mal. Ja, wo dann halt so als Anhängsel mit rausgekommen sind nach dem Motto, hey, wir sind auch hier, wir wollen auch unser Ding machen. Ja, eben. Zum Beispiel diese Viecher mit der Sense, die erinnern mich so sehr an die Standardgegner aus dem dritten. Ja, im Prinzip, die haben halt ihr Badetuch vergessen, wo sie heute sonst drüber geworfen haben. Eben. Du kannst Balrog, wenn du Dreieck drückst, erhältst aufladen und mehr Power. Easy Style Points. Aha. Power, gib mir Power. Ich halt gedrückt, aber warte mal. Wenn du Dreieck drückst und hältst. Dann macht er den hier halt, aber. Ja, wahrscheinlich brauchst du da nichts, weil du gerade nichts im Visier hast. Hm, okay, versuchen wir gleich mal. Wahrscheinlich kannst du das außer Sicht von dem Gegner aufladen, sobald der einer vor die Flinte läuft, hey, machst du ihm einen rein. Das Gegnerdesign ist echt nice. Vor allem fühlt sich bislang noch kein einziger Gegner an, so nach dem Motto, boah, es ist der nervig. Was eigentlich gut ist. Mhm. So, hier. Vor allem wurde bisher noch keine große Recycling-Parade betrieben. Ja. Ich bin Dante, Schilde existieren nicht. Ich kann das auch in der Luft ändern, Alter. Ich frag mich jetzt gerade, ob sie das Moveset mit der Waffe dann ins nächste Marvel vs. Grabcom packen. Doch, das wäre so cool. Alter! Ich glaube, er hat seine Lieblingswaffe mit ihm gefunden. Alter, ja, das bockt halt auch so derbe. Ja gut, die Sternviecher, die sind halt penetrant auf Defense. Ja, eben, also. Aber ich schätze mal, sobald er irgendwie eine Fähigkeit bekommt, wo halt Defense breaken kann. Alter, nee, es wurde auf jeden Fall nicht übertrieben. Vor allem, dass diese Rüstung von ihm einfach mal anfängt zu brennen, wenn sie in Fahrt kommt. Oh, das ist eine geile Waffe. Ich glaube, von allen Dantes Punchy-Punch-Waffen ist das meine Lieblingswaffe. Schöne Disco-Kugeln hier. In dem Shot sah Dante gerade so ein bisschen aus wie dieser Leon Shiro heißt er? Hm.
Er sah gerade echt so aus. Sind das nicht so Abwandlungen von den Viechern aus dem Dritten, wo du am Turm da aufgespießt hast? Die Blutvögel da? Sieht doch fast so aus. Ein bisschen, ne? Gut, die anderen Viecher sind die Standard-Zubats, aber der Rote sieht echt so ein bisschen danach aus. Und dann kommt Kisu nach Hause und die ganze Wohnung ist weiß. Und klebt. Der Chat hat wieder seltsame Vorstellungen, was du so treibst. Okay, bei euch ist definitiv mehr angebracht, auch mit Tricks da rumzulaufen. Okay, Angel hat wieder so einen heißen Tipp. Halt gleich mal im Kick-Modus Dreieck gedrückt. Oh. Okay, warte. Du kannst da auch Out of Combat machen. Warte, im Kick-Modus. Ah! Was zum Fick? Okay, Kick-Modus. Oh, wow, okay. Verstehe. This weapon is the best. Thunder war nie wieder dasselbe, nachdem man Taekwondo-Kurs gemacht hat. Nee, er hat einfach ein paar zu viele von Eddies Combo-Videos gesehen. Oder Master Ken. Ui, Kaiser, das müsste... Gute Frage. Welchen DMC würde man zum Einstieg empfehlen? Am ehesten den vierten, der ist sehr einsteigerfreundlich. Oh ja, der vierte ist wirklich sehr einsteigerfreundlich. Ist zwar von der Story her für viele gewöhnungsbedürftig, aber... Muss halt mitleben, dass sehr viele Bosse recycelt werden. Ja, aber vom Gameplay und Schwierigkeitsgrad her ist 4 sehr human. Also sehr einsteigerfreundlich. Du lernst zwar dann auch sehr schnell Gegner kennen, die dir den Arsch aufreißen werden... Aber in dem, wenn du so weit bist, dann hast du das Spiel eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen dann raus. Danach kannst du eigentlich DMC3 anfangen. Ist halt naturgemäß von der Technik her ein bisschen altklangy. Ja, ist ein bisschen mehr clunky, aber du darfst trotzdem hast in dem Spiel super viele Möglichkeiten. Also 3 ist trotzdem noch sehr gut. 3 ist nur halt dann wirklich schwer. Also jetzt nicht so schwer, so das ist das Dark Souls, sondern ein bisschen tricky, das Ganze. Und es ist DMC, verdammte Scheiße. Aber DMC3 macht dafür aber auch umso mehr Spaß, muss ich sagen. Warte, ich habe den richtigen Weg gefunden. Was ist denn hier? Das Geld. Brauch Geld. Ich bin Dante und brauch das Geld. Wenn du diese Waffe toll findest, Scheiße, dann wirst du dich über die freuen, die noch kommen wird. Oh. Oh. Ja, ich freue mich sowieso schon, weil scheinbar ist Dante immer noch so nach dem Motto, er sammelt Waffen wie andere Leute. Ü-Ei-Überraschung. Wahrscheinlich rennt er noch in anderen Spielen rum, trägt da so einen vermummten Mantel und sagt die ganze Zeit, was möchtest du kaufen? Oder sonst, wenn du wirklich in der Lage bist... Storylines komplett zu ignorieren, dann spiel DMC Devil May Cry. Ja, also vom Gameplay her absolut top-notch. Ja, Gameplay ist das Spiel top-notch, aber sobald ein Charakter das Maul aufmacht, hast du, ne? Und ich finde eigentlich jetzt auch, dass, ja gut, DMC 5 ist jetzt halt fraglich, ob es einsteigerfreundlich ist oder nicht. Weil vieles, also ich komme jetzt eigentlich hier relativ gut klar, weil ich halt, weil vieles so aufgebaut ist wie damalige Devil May Cry Teile. Das heißt, Nero spielt sich halt stark wie Nero aus DMC 4, Vi ist jetzt natürlich was komplett Neues, aber Dante zum Beispiel spielt sich immer noch wie Dante, also mit dem Combo-Potenzial und alles, das ist Dante immer noch.
Ja gut, aber der Punkt ist halt, wenn du halt wirklich ohne wirklich absolute Erfahrung mit den Charakteren dann direkt mit dem Teil anfängst, dann musst du dich halt wirklich auf drei komplettes Spielestil erstmal einstellen. Da bist du halt im vierten besser dran, da hast du zwei Charaktere entweder. Ja eben. Also da hast du so diese mega super duper fick dich weg Edition. Nein, DMC Virtuals Durchfall existiert nicht. Das ist ein Mythos. Das Spiel existiert wirklich nicht. Das DLC. Alter. Ja, ich verstehe. Ich wär's geil, wenn du bei diesem Projekt wenn es Angriff noch die Fähigkeit hättest, da noch so eine Feuerscheiße mehr zu ziehen. Oh ja. Na komm, das ja noch. Nep, das DLC von Virtuals Durchfall lässt sich wie folgt beschreiben. Mami hat mich nie gemacht. Merkel liebt. Es ist wirklich nicht übertrieben. Die Storyline in Virgil's Downfall ist wirklich die. Meine Mutter hat mich nie geliebt. Sie hat meinen Bruder immer viel mehr geliebt als mich. Oh wow. Habe ich ihn jetzt gerade... Alter, mit Tante ist das so unglaublich stylisch. Habe ich 10 Stunden zum Durchspielen gebraucht? Ja, das ist doch gut. 10 Stunden ist doch eine gute Länge. Und das ist ein Durchlauf. Das darfst du nicht vergessen. Du kannst ja immer noch, ne? Wieder Spielwert. Die HD-Remakes, da hört man geteilte Sachen, also überwiegend negativ, dass es nicht so läuft, wie es sollte. Ja, bei mir hat es zum Beispiel gar nicht funktioniert, also. Am besten so die Originale günstig schießen. Wenn ihr noch eine PS2 bei euch liegen habt. Hier Stingers, glaube ich. Achso, guck mal, jetzt kann ich auch Stinger zu Million Stab machen. Ja, Stinger ist wichtig. Ja, Stinker. Moment, das ist echt alles, was ich für Rebellion krieg? Wow, okay, das ist... Okay. Aber vielleicht gibt's ja hier dann noch. Redder ist dann... Wollen wir nochmal gucken hier. Moment mal. Das ist jetzt... Okay, da muss ich mal gucken. Weil das interessiert mich jetzt. SM-Style? Bitte, was? Was? Die Abkürzung ist ein bisschen Panne. Stimmt. Swordmaster-Stil, SM-Style. Rainstorm und Backslide. Na ja, komm. Mal wenigstens für alle Stufe 2 kaufen. Ich sehe auch jetzt erst, man kann Fähigkeiten nach Belieben aktivieren und deaktivieren. Ach, für Rebellion kommt später noch was. Weil ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen mau für die eigentliche Hauptwaffe von Dante. Hier. Trickser. Ja, Skydash, Flipper. Mustang. Armspann einen Gegner hinterherrennen, während du gedrückt hältst. Okay. Aerial Rave, Shredder. Achso, das ist der. Minimum Dragon? It's just the Minimum Dragon. Im Schlagmodus ausgelöst, Minimum Dragon. Achso, nach vorn und dann so. Ei, ei, ei. Gott, hat der Typ viel
Zeug. Naja, er ist ja schon alt. Jetzt überleg dir mal, wenn jedes Ding, was er verprügelt hat, plötzlich zu einer Waffe wird. Och, dass ich diesen komischen Fetisch habe. Hm? Warum auch der große Dämon ständig den Fetisch haben, zu einer Waffe werden zu müssen? Hm. Vielleicht so eine Ehrengeschichte. Oh ja, sehr viel Ehre. Einmal benutzt im Spiel, dann verrottest du an der Wand der Schande. Agni und Rüdra müssen sich zu Tode langweilen. Na, immerhin können sie miteinander reden. Und dann werden sie von ihm verprügelt. Oh no, my favorite Rocket Launcher. Warum habe ich die Memo verpasst, warum sie mit Spada rumrennen kann? Like 24/7. Sie klaut dir das Ding ja alle Nase. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Dante. Schon wieder. Versuch das diesmal mal so. Oder auch nicht. Das wurde mir jetzt schon zu langweilig. Er siegt von einem Sessel. Okay, das war hier um einiges kürzer als mit den anderen. Tentakel. Ach, guck mal, und da kommt Captain Stummelarm. Hm. Ach so, und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Finde ich aber echt gut, dass sie so einen Zeitstrahl eingebaut haben, weil ich glaube, an manchen Stellen wäre das echt ein bisschen verwirrend gewesen. Mit den ganzen Vor- und Zurück und Hin und Her und hast du nicht gesehen. Our last hope, Nero, was completely useless. Oh. But this was my favorite sword. Zumindest warum du das Ding nicht cool weiter aufleveln durftest. Tossing Sparta. Nur ein Tentakel in mir.
Alter, aber der Devil Trigger sah, glaube ich, noch nie so cool aus. The Devil Sword Sparta no longer serves a purpose. I have Hentai. For the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. Was hat der Typ mit Hentai? Jesus Christ. Er kommt nicht viel raus, sieht nicht viel Sonne im Leben, hockt die ganze Zeit nur auf seinem Hocker. Er ist ein Nerd. Do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Darf ich jetzt mit Sparta rumrennen? Get some rest. By the way, I guess I owe you one. Ich darf mit Sparta rumrennen. Oh, wow. Und Kylo Ren fühlt sich nicht so gut. Mission 11 um 11.11 Uhr. Das war doch beabsichtigt. Hauptmenü kurz. Ja, Sekunde. Ich muss in die Jukebox. Ich muss den Theme von Dante mal umändern. Aber nicht boxen. Wo ist denn die Jukebox? Galerie? Jukebox. There we go. Kampfmusik. Oh, ach so. Oh ja, lag denn... Oh, yes. Was haben wir von 3? Devils Never Cry, wirklich. Hätte es abspielen. Oh, das ist der Theme. Oh, yes. Oh, yes, I can't... Oh. The time has come. Oh mein Gott, und Locked and Loaded. Angel, ist doch eh egal. Auf der Konsole ist er mit Lens wieder geschützt. Ja, echt mal. Also... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Oh, ich nehme The Time Has Come. So, bestätigen. Oh. Oh, diese Möglichkeiten. Hat auf jeden Fall wieder Spielwert. Hier fehlen aber einige Tracks. Ja, das kann durchaus sein. Aber Hauptsache ich muss Dantes Theme nicht mehr hören. Und sollte ich sehen, dass ich irgendwann nochmal Vi spielen muss, werde ich auch sein Theme umändern. Weil ich höre da immer noch raus. Sina! Assi! Ich kann mehrere für Dante benutzen, aber ich mag den, den er jetzt hat. Achso, nee, Katzenboy, nee, nochmal, danke. Komm, wollen Sie das in der Song ändern? Das fährt bei uns der Krankenwagen los. So, was ist jetzt der Style von Sparta? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Brutal kontern. Stinger. Oh. Oh, Sparta ist also nur ein... Aktuell nur ein Reskin für Rebellion. Wow, von voll hart auf flaccid in 2 Sekunden. So, aber... Konterangriff? Ich existiere, Nep. Ich existiere. Das kann ich bestätigen, das tut er wirklich. Springen kann Schaden machen mit dieser Waffe. Nice. Ignition 3.
Du bekommst noch später für Rebellion Sparta-Fähigkeiten. Nee. Seht das jetzt mal als Spoiler. So, not cool. Noch andere als Vorbesteller? Echt? Cerberus Battle Musik? Komisch, aber ich hab nur die. Also ich hab mir alles runtergeladen, was ich jetzt vorbestelle. Na, ich hab nicht Vorbesteller, also jetzt, don't get me wrong. Ich hab hier die Deluxe Edition. Alter, das Ding. Also nett, ich drück's mal zu, als würde ich mich nicht allen Nasen lang stumm schalten, während wir im Call sind, könntet ihr mir zuhören, wie ich mir diese Lunge aus dem Hals huste. Soundtrack hingegen und so viel ist besser. Ja, es ist The Time Has Come und der Film ist sowieso geil. Nepp, hör auf, ständig Shadows Wohnung weiß färben zu wollen. Und beim Arzt war ich schon. Vor über einem Monat. Die gesamte Diagnose, okay. Sie husten seit Monaten. Sie haben einen viralen Infekt. Der entzündet sich immer wieder, steckt sich gegenseitig an. Das geht irgendwann weg. Ich warte darauf, dass das Ding auf das Halbjährliche zugeht. Boing. Mit diesem Jab einfach. Das ist so bescheuert. Irgendwo noch so ein Punching Ball rumliegen haben. Bestimmt. Ja gut, diese komischen Blutbubbles kommen ganz gut an Punching Balls ran. Ja doch. Ach Gott, oh Gott. Boah, merkt man, dass ich Sprudel getrunken habe. Richtig, ich schwulps die ganze Zeit. Ich schaue gerade die ganze Zeit in den Hintergrund in der Hoffnung, dass irgendwo Nico sich ihren Weg zu der Nährung macht. Ich will immer noch wissen, wie Alte da reinkam. Ja, also das ist auch so eine Sache, die muss ich noch lernen. Ich habe so das Gefühl, die Karre hat sie selber gebaut. Aus irgendwelchem Dämonenmaterial. Wer weiß, wie viele Dämonenschwänze sie unter der Haube hat. Dicks per second. Ah, Pferdestärken, ach so. Ich wollte gerade wo ich mal taunten wollte mit Triple S. Fuck. Die Karre ist ein Devil Arm. Aber ich möchte nur mal kurz dran erinnern, ich habe bislang nur einmal mit Vi und einmal mit Nero, glaube ich, Triple S hingekriegt. Und mit Dante jetzt schon dreimal. Also ich weiß nicht, entweder bin ich mit Dante einfach sehr schnell warm geworden. Er spielt sich halt auch gewohnt. Du, deine Schuhe brennen. Ja, mein gesamter alles brennt, Junge. Redet die Rüstung mit mir oder? Ich höre die ganze Zeit so Edgelord-Gebrülle. Oh, ne, Sondermission.
Also irgendwas habe ich da jetzt auch gehört, ich kann es aber auch nicht zuordnen. Just gotta take it down. Bist du da irgendwie... Ja, die redet. Ja, Gott sei Dank reden seine Knarren nicht. Schieb's mir rein! Angel, da willst du nicht etwa durch die Blume spoilern? Geht aber gar nicht. Die zählt! Die Rüstung zählt quasi. Du hast einen Personal Coach als Rüstung. Irgendwie... Wobei, ich glaube, ich habe das mit der Sondermission jetzt sowieso verkackt, oder? Ne, ich kann wieder zurück. Aber ich komme da ja nicht hoch. Lass mich raten, der Rest ist irgendwo... Ah, nee, oh, okay. Bleib aufs Tierrang S oder höher. Ui, okay. Das könnte heftig werden. Da muss aber sehr viel Kombos machen. Hey. Versaut. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht getroffen werden. Auf S-Rang oder höher. Ah, könnte tricky werden. Fuck. Aber ich glaube, ich muss nur die Zeit überleben. Also ich muss jetzt hier nicht alle besiegen, so wie ich das verstehe. Ja, da läuft der Timer ab, ja. Ja. Das ist das Schöne hier. Sie haben es tatsächlich mal gemacht, dass Geheimmissionen denn schneller recycelt, schneller resettet werden. Muss nur mit denen aufpassen. Nein! Und da kommt der um die Ecke! Nicht der um die Ecke, Big Lord. Ja, ich habe versucht zu taunten, aber das ist Blödsinn. Muss hier eher gucken, dass ich da am Leben bleib. Taunts können bei deinem Stilrang auch oben halten? Ja. Das ist aber schon immer gewesen. Oh, sag mal! Hab ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Ich hab's einfach nur gemacht, um die Typen zu verarschen. Nee, also das funktioniert schon. Ich kann gerade nichts sehen, das ist das Problem. Oh shit! Hab ich's geschafft? Yes! Die Nebenmissionen sind ja auch nicht halb so frustrierend wie in den damaligen Teilen. Oh, im vierten gab's welche, die waren ja absolut zum Kotzen. Oh, der vierte hatte richtig ätzende. Im dritten waren sie teilweise auch noch richtig nervtötend. Im dritten waren sie eher anspruchsvoll, fand ich. Ja, aber es gab auch sehr viel richtig nervige. Und einige, wo schlicht und ergreifend beschissen programmiert wurden. Da rede ich jetzt so von dem, wo du ausgerechnet Nevan mithaben musstest und du musstest diesen einen Move schon mit dem beherrschen. Der Move.
Ja, du, es gibt ja diesen Move mit Nevern, womit du fliegen oder beziehungsweise gleiten kannst. Hm. Hinweis zum Secret, was? Okay. Ein Secret. Es ist ein gutes Secret. Ja, 3, 2, 1. Die Rüstung zählt runter. Du kannst eine Waffe aus DMC3 in diesem Bereich finden. Tell me. Mit. Tell me where. Where is it? Angel, du kannst dem Mann nicht einen Boner bescheren, nur damit er dann am Ende enttäuscht wird. Where is it? Wo bist du? Wo sind sie? Warte, das ist der Bereich hier. Okay, das habt ihr jetzt nur davon. Jetzt suchen wir halt danach. Wieso habe ich das Gefühl, dass es irgendwo ist, wo ich noch gar nicht rankomme? So, deine erste Mutmaßung. Was für eine Waffe könnte es sein? Können nicht viele sein. Agni und Rudra, Cerberus, Nevan. Oh, bitte lass es Nevan sein! Nein, oder kein Blitz-Titty-Vampir für dich. Wo ist sie? Wo sind sie? Da unten war schon relativ nah dran. Okay, wir gehen wieder runter. Und... App. Muss ich jetzt erst noch die Ranke zerstören, oder? Weil ich habe Angst, dass ich jetzt in so ein Point of No Return treffe. Die liegt auf einem kaputten Tisch. Kaputter Tisch? Der Tisch ist jetzt kaputt. Zählt das auch? Noch mal hier ein bisschen. Warte, hier ist ein Seitenweg. Oh, Kalina Ann. Auch gut. Oh je. Yeah. Ein Rocket Launcher. Oh. Oh, Baby. Angel, ich hoffe, du weißt, was du angerichtet hast. I got Rocket Launcher. Du kannst dem Kerl keinen noch größeren Boomstick geben. Okay, das ist cool, dass man echt die Waffen von damals denn wiederfinden kann. Beziehungsweise es ist einfach mal ihr, ne... Nächster, bitte! Ja, Hackbraten, wir dann für den Sub. Bei denen muss sie ja auch irgendwo verloren haben. Die Frage ist nur, wo sind ihre Klamotten abgeblieben, nachdem sie enttagelt wurden? Gute Frage. Gut, welcher? Wow, hi. Den da bitte. Ich mochte die Viecher irgendwie mehr, als sie lustig rumgetanzt sind. Ja, ich auch. Okay, Kalina macht zwar ordentlich Bumm, aber ist halt träge wie Hölle. Mhm. Vielleicht eher bei Bossen nützlich. Oh ja, bestimmt. Als Combo-Ender ist nicht schlecht, wenn du sowieso nichts mehr machen kannst. Was meint Angel? Soll ich noch was zu der Waffe sagen? Soll Angel noch was zu der Waffe sagen? Zu einem Raketenwerfer? Ja. Da muss noch mal was zu sagen? Anscheinend weiß er Dinge, von denen du nichts weißt. Oh ja, den Gunslinger-Part. Oh, yes!
Alter! Ich muss mir immer dran erinnern, dass ich jetzt auch einen Ganzlinger-Part habe mit den Waffen. Wo nochmal zusätzliche Angriffe haben. Alter. Ich mochte Kalina Ann schon damals. Ich fand, das war damals schon ein geiles Ding. Das ist ein fucking Rocket Launcher, also. Die bekommt im Game noch ein Upgrade. Upgrade. Was passiert dann? Du springst beim Schießen und kannst die Rakete reiten oder was? You fucking missed. Wie ich die Kombo einfach weitergemacht habe an seinem Arsch. Diese Tentakeln, ey. What the fuck? Oh, ich hab so ein Gefühl, ich weiß, was es für ein Upgrade ist. Aber ich muss es ja nicht vorkommen. Oh, okay. Die Dinger sehen so cool aus, ne? Moment, kann ich mir durch den Raketenwerfer selber schaden oder war das jetzt der? Bin nicht mehr jetzt aber auch unsicher, ich hab's doch gerade gesehen. Ja. Ich glaube, der hat noch ausgeholt. Ah, okay, den kann ich auch nicht hitzen dann mit dem Raketenwerfer. Ich würde wahrscheinlich noch gut Schaden machen. Ja, der hat gut Range, die Biester. Okay, ja. Okay, Ouroboros Skeletor hat keinen Bock auf Breakdance. Mhm. Mit dem Teleport, ey. Global Penetration. Okay, die Dinger werden nervig. Ich probier mal was. Das war die falsche Taste. Just jabbed his dick. Ich glaube, ich habe gerade seinen Angriff geparried. Nein, Kaisu, Ouroboros, nicht Aubergine. Ist was anderes. Aubergine ist ein Gemüse, das andere ist, Gedönse. Alter, Instant Shield Break.
mich, wie effektiv das Ding eigentlich gegen diese Scheren drüber sein muss. Hm. Okay, der interessiert sich auch nicht für einen Raketenwerfer. Was eigentlich sehr unhöflich ist. Okay, aus dem Dragon Punch kann ich noch so viel mehr machen. Irgendwie haben die Raketen nur leider überhaupt keinen Hits dann. Das sieht man halt schon so auf die Reaktion zur nächsten Revelations gespannt. Hey. Angel, weißt du schon Dinge bei Racy hier, von denen wir nichts wissen? Scheinbar. Fledermäuse, ne? Achso, die nächste Enthüllung im Game. Achso. Junge, du kannst hier nicht mit Triggerwörtern um dich werfen, auf die ich hyped bin. Ja gut, beim letzten Mal hat er halt vorgewarnt, weil er auch nicht gewusst hat, dass jetzt gerade in der einen Version die Shadow hatte, da alles mit Lensflares zensiert ist. Und nur in der PS4 European Version, also das nur mal so nochmal extra gesagt. Ach, alles okay, Angel. Aber ich glaube, hättest du das Triggerwort in der Nähe von Keks benutzt, hätte sie dich getötet. Höchstwahrscheinlich. Babum! Also diese Explosion von den Viechern hat so ein bisschen was, als wenn du so einen Marshmallow zu lange in der Mikrowelle lässt. Ja, ne? Gratis lila Kugel, nice. Und dann geht alles kaputt. Und dann gehen sie dir in die Schenkel. Na gut, die Frage bei einem Raketenwerf ist es halt. Hat er die Fähigkeit, alle Knarren, die er anfasst, mit unendlich Munition zu versorgen? Oder ist das Ding standardmäßig so? Ich muss gerade wieder Raketenwerfer diese Tentakeln einfach one-shotten kann. Okay, Angel hat einen Deathwish. High Explosive. Oh, wait. Oh wow, ist das die Fähigkeit aus dem vierten, die Special Edition? Weil wenn ja, dann haben wir ein Problem, weil die Fähigkeit war fucking busted. Hm. Es gibt noch Style 4. Oh mein Gott. Pyromania. Okay, Roundtrip kenne ich glaube ich noch. Das war eine ziemlich praktische Fähigkeit. Alter. Die Ausrede für alles, Dämonenenergie. Eieiei, der Mann ist teuer. Ja, ist echt teuer. Vor allem jeder seiner Stile, der letzte, kostet so viel. Rising Dragon? Nee. Hier. Nicht gerade. Roundtrip hier. Genau nach hinten.
haben. Dann haben wir mal wiederholt drücken, bis Dantes Faust glüht. Okay. Oh, Boss Time. Oh, they're just gonna let me through. Wenn das perfekt für einen Ort aus, wo ein Motorrad erscheinen könnte. Be prepared. Oh, der nächste Bo- Did he just chuck the bike at me? Ach du schon wieder! Is it Halloween already? Is it Halloween? That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Oh, he's pissed. Das mit dem Bike werfen wird aber auch nicht langweilig. Nee, ne? Du siehst aus wie eine Yu-Gi-Oh! Karte. Nee, Keeper, in dem Ziel gab's schon ein paar andere Typen, die Angelo hießen. Hm. Beispiel im ersten Teil war zum Beispiel ein Angel unterwegs, das war eigentlich nur der versklavte Virgil, der nun wieder in die Hölle gefahren ist. Eben. Gott, nimmt der gut Schaden. Ja, der auch der Raketenwerfer ist gut. Der aufgeladene Schuss vor allem. Mhm. Rix hat auf Zeit nicht so viel rausgeballert. Aber wenn er das macht... Und da kommt er. Oh, ne. Oh, okay. Er sieht halt echt aus wie so eine merkwürdige Version von Batman. Blöde Blitze. Was erwartest du als Signature-Move bei dem? Fuck. Oh, komm. No! So fucking close! Na gut. Dickhead! Yeah.
Ja, ist bei dann nicht sinnvoller, wenn du direkt die goldenen nimmst. Die roten brauchst du ja zum Upgraden. Hab ich doch. Mann. What the fuck? Oh. Und Lance Flair? Whoa, looks like I took in a little too much. You okay? I've been better. Ja, okay, die Lance Flairs machen jetzt nicht Sinn. Gut, okay. Don't even think about it. Just rest. Dante. Na ja, ist hier ein shiny Butt. Hm. Wie ist A jetzt? Wie ist A jetzt hinterher gekommen? Ja, erstmal ist die Blitze von der Farbe her. Das sah auch merkwürdig aus. Ich meine, Zensierung hip oder hop, aber. Sah einfach merkwürdig aus. So die Frage, meinst du jetzt die Lens Flares Keeper oder wirklich die Blitze? Stimmt, für das Bike gibt's ja noch eine, habe ich ja noch einen extra Paint Job bekommen. And I don't think he can win. What was that demon V? Where did it come from? Where did he go? Where did he come from? Cut Nigel. Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Ja, aber nicht jetzt. Ich möchte mehr Dante Gameplay, bitte. Yes, but why? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kriege ich hier jetzt ein B, obwohl ich davor gerade eben zweimal ein A bekommen habe? Das begreife ich jetzt nicht. Was hat jetzt den Rang so runtergezogen? Kavalier. Oh mein Gott. Oh wow. Das Ding sieht an sich schon geil aus. Ich glaube, im vierten waren ihre Blitze gelb. Ich weiß es noch nicht, wie sie damals im ersten waren. Ich glaube, das variiert bei der alte Nase. Ach ja, goldene Kugel, stimmt ja. Ja, genau. Ganz vergessen. Ganz vergessen, der Cockblock am Ende. Ja, schon interessant zu sehen, wie er sich selber so eine Waffe bastelt. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Nani? Dante. Virgil? Jetzt würde ich gerne ein paar Kommentare aus dem Video, was Hold und ich damals gemacht haben, einblenden. Das ist niemals Virgil. Hä, ne, ne. Hä, ist nicht Virgil. Ne. Okay, genau so, sorry. Virgil, this is not how you use this.
Ach Gott, dass sein Brüderchen das auch funktioniert. In order to defeat his younger brother, he could only do one thing with the crumbling flesh and feel it. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. Oh! And eventually, the man became a true devil. Und dann vögelte er die ganze Nacht einen nackten Kylo Ren. Ja, aber wait, hold on just a couple of this hugging dozen. Wenn wie jetzt nur ein fucking Mensch ist, die menschliche Hälfte von Virgil. How is he? Er hat den Weicher in sich abgelegt. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... maybe fix... maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. Danke. And you need to see this through. Dante's war. Gut, aber was ich dann auch nicht verstehe, gut, also er hat sich jetzt quasi einfach nur getrennt. Dämon und Mensch voneinander. Wie schafft das dann trotzdem, dass seine Dämonenform so ultra stark ist? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Plothole ist oder ich da einfach ein bisschen zu weit reindenke. Ist mir auch scheißegal, ich kämpfe jetzt gleich mit dem fucking Motorrad. Oh, wow! How's that for road rash? Dragon Ball Logik. Okay. Na, ja, eigentlich nicht mal. Jetzt überleg mal zurück, damals DMC3. Der menschliche Anteil bei denen blockiert ja eigentlich so die Dämonenform bei ihnen. Er hat seine Form ja nur bekommen, weil er ja damals sich mit seinem eigenen Schwert gepfählt hat. Gut. Und er hat ja alles menschlich in sich abgelegt. Ergo, er ist jetzt 100% Dämon. Hm. Macht schon Sinn. Und weiß ja nicht, was der sich da alles reinpowert mit seinen komischen Tentakel-Vibes. Okay, das Ding sieht vor als Waffe ultra clunky aus. You see me rolling. Kaufen wir erstmal so ein paar Basics hier und da. Ich muss heimwerken erst mit dem Ding ablaufen. Hm? Bring mir mal die Kreissäge. Full Throttle, Wheelie Jump 2. Jesus Christ. Dieser Typ, ey. Es wird ein Prequel-Manga über V kommen. Da wird er hoffentlich alles klarer. Ja, weil ich meine, V ist er jetzt nur ein Mensch. Ergo, für das, was er tut. Also wenn das nur ein Fitzel seiner Power ist, also... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich denke mir da gerade ein bisschen zu viel rein. Ja gut, das, was jetzt halt übrig ist, ist streng genommen jetzt eigentlich nur ein Magier. Ein Magier? Wenn du jetzt halt mal so anguckst, wie der Typ jetzt mittlerweile immer mehr am Straucheln ist, dann macht's eh nicht mal lange. Ja, auch wieder wahr. Also der verbrennt sich eigentlich quasi selber beim Kämpfen.
I only use 1% of my power. Go home, Shaggy, you're drunk.